Gleich drei Seen erwartet sie auf einem idyllischen Spaziergang. Der Bärensee, der Neue See und der Pfaffensee. Angrenzend schließt sich der Rot- und Schwarzwildpark nahe dem Schloss Solitude an. Auch wenn sich die Seen ganz natürlich in die Landschaft einfügen, waren sie nicht immer hier. Auf Anordnung von Herzog Christoph wurde 1566 der Pfaffensee künstlich aufgestaut. Später folgten der Bärensee und der Neue See, um die Stuttgarter Trinkwasserversorgung zu sichern. Als Lustschloss von Herzog Karl Eugen von Württemberg, als zweigeschossiger Pavillon, ganz aus Stein im altrömischen Stil errichtet, dient das Bärenschlössle. Die eher wechselhafte Geschichte des Bärenschlösses war gezeichnet von Aufbau und Zerstörung. Nach dem Tod Karl Eugens verfielen die im See damals von einer Italienreise mitgebrachten Gondeln und das Bärenschlössle selbst war mehr als heruntergekommen. Vom damaligen Glanz eines Lustschlosses, angelehnt und inspiriert vom italienischen Stil dieser Zeit, war nichts mehr zu spüren. Der Abbruch folgte dann 1817. An gleicher Stelle ließ König Wilhelm I. einen großen Jagdpavillon errichten. Der umliegende Park wurde zu einem im Laufe der Zeit immer größer werdenden Wildgehege ausgebaut. Diese sehr schöne Gegend wird sowohl von Wanderern, Sportlern und Spaziergängern genutzt. Thank you.
In diesem Schlössle befindet sich auch ein Selbstbedienungsrestaurant, wo man gut speisen kann. So Leute, das war's wieder für heute und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dankeschön, tschüss, bis nächste Mal.